Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Ultima 4. Wir sind unterwegs, um den Drachenheer zu besiegen. Naja, eigentlich nicht. Aber wir sind unterwegs nach Vesper, um ein paar Vorräte wieder aufzustocken, bevor wir in den nächsten Dungeon reingehen. Es war klar, dass wir wieder an so einen drankommen. Und kurz bevor wir ihn besiegt haben, hat er natürlich den Schlafzauber gewirkt. Naja, gut. Ich denke, es gibt Schlimmeres. Vor allem, was wir ja eh schon fast haben. Wenn ich nicht mal wieder ein bisschen Blödsinn bauen würde. So, aber jetzt wollen wir hier rüber und kommen direkt mal bei ein paar Brückentrollen vorbei. Aber auch das ist kein Hindernis für uns. So, jetzt, wo sind wir eigentlich genau? Ich glaube, wir sind hier. Ah, den kommen wir auch nicht vorbei. Naja, gut. Aber es sind nur drei Stück. Das sollte jetzt nicht die Welt sein. Ich korrigiere mich. Zwei. Gut, was sagen unsere Edelsteine? Die kann man nämlich auch hier richtig schön anschauen. Das hätte uns vielleicht schon das ein oder andere Mal ganz gut weitergeholfen. Genau, jetzt mussten wir, glaube ich, hier runtergehen. Ja, so sieht's auch aus. Den entkommen wir wahrscheinlich auch nicht. Diese ganzen Gegner, die können viel besser laufen auf diesen unwegsamen Gebieten als wir und sind dadurch viel schneller. Ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. So, noch einer geschafft. Und der nächste ist weg. Gut. Dann geht's weiter und ne, hier war's doch noch nicht. Müsste es hier nicht gewesen sein? Oh. Ich dachte, wir wären schon weiter gewesen. Aber das dauert noch ein bisschen. Wir müssen erst noch über dieses Gebirg und über diese
Wasserteil, Wasserdings weg, da ist der Schrein. Und hier im Süden, da ist es auch schon. So, jetzt wo war dieser Gildenshop? Das sind Arms. Guild. Hier ist es. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen auf jeden Fall neue. Neue Fackeln, wobei die nicht wirklich notwendig sind. Ich glaube, einen können wir noch nehmen. So. Was viel wichtiger ist, sind diese magischen Edelsteine. Da hat man ja gesehen, wie wichtig sie sind. Gerade in den Dungeons. Wobei es auch ganz normal für die Karte auch ziemlich gut ist. Noch einen. So. Schlüssel. Nee, da haben wir noch genug. Ich würde sagen, das war's. Damit sind wir jetzt doch wieder ganz gut ausgerüstet. Magische Reagenzien gibt es ja hier nicht. Da müssten wir vielleicht mal wieder nach Paws gehen. Aber als allererstes müssen wir in den nächsten Dungeon rein. Dazu muss ich auch noch was sagen. Dieser letzte Dungeon, der ist nämlich etwas unwegsam. Der ist wieder auf einer Insel, da wo auch der Schrein der Demut was, glaube ich, gewesen ist und später auch der Abyss. Das heißt, man würde erst einmal nur mit Schiff hinkommen. Allerdings ist dieser Eingang zu diesem Dungeon auch mit hohen Bergen umgeben, sodass man definitiv nicht dran vorbeikommt. Das heißt, wir kommen nicht zum Eingang rein. Aber es gibt einen kleinen... es gibt einen kleinen Geheimgang. Wie wir da in diesen Dungeon reinkommen. Das heißt, wir benutzen gar nicht den offiziellen Eingang, weil wir nicht hinkommen, sondern gehen durch eine Hintertür rein. Und dazu gehen wir doch erst einmal nach Castle British. Phase 2 war's. Hier speichern wir nochmal kurz ab. Und lassen uns erstmal heilen. Ja, das Heilen ist jetzt auf jeden Fall sehr wichtig. Sieht man ja, wir sind doch schon ziemlich angeschlagen. Oh, sehr schön. Shana hat auch Level 7 erreicht. Fast ausgelevelt. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. So, aber jetzt zum Geheimgang, zum Dungeon. Ich hoffe, ich finde ihn. Da müssen wir nämlich... Ich glaube, hier lang. Oder auch nicht. Ich hätte es mir vielleicht nochmal genauer anschauen sollen. Dieser Geheimgang befindet sich nämlich hier. Ah doch. Hier geht's lang. Hier geht's lang, dann kommen wir zu diesem Turm. Da war das Wasser. Ja genau, dann geht's hier lang. Und hier sind wir außerhalb von Castle British. Und hier drüben ist eine versteckte Tür. Die müssen wir erstmal aufbrechen. Oder knacken, besser gesagt. Gehen hier rein und gehen runter. Und befinden uns in Hylid. Oder doch nicht? Warum steht es hier auf Level 1? Normalerweise müssten wir hier auf Level 8 sein.
Ah, okay. Ja, können wir auch eh nur runter. Das ist das nächste. Level 2. Okay, wir kommen doch nicht in Level 8 raus, sondern in Level 1, ja. Aber, wir können hier auch nur runter. Und ihr habt gesehen, es gibt keinen Weg zurück. Die Leiter nach oben existiert nicht. Die ist abgebrochen oder was weiß ich. Das heißt, wir können hier nur auf den regulären Ausgang heraus. So, Level 3 geht's auch nirgends weiter. Level 4. Level 5. Level 6, 7 und 8. Gut, dann sind wir hier und haben hier eigentlich nur eins zu tun, die Leiter wieder hochzugehen. Nach Süden. Und es geht nach oben. Und auch Level 7 können wir einfach so nach oben jetzt gehen. So, jetzt sind wir in Level 6. Und da können wir jetzt auch nicht viel machen. Den Gang hier entlang folgen. Und durch die Monsterhorden uns durchschnetzeln, wenn ich das mal so sagen darf. Ach, warum schieße ich nicht? Naja, egal. Gut, der ist auch weg. Der ist weg. Und da kommt man nicht über die Dinge rüber, oder wie? Doch, komm mal. Der ist auch weg. Und der ist auch weg. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Sehr, sehr schön. So, dann wollen wir noch die zwei erledigen. Okay, der ist auch erledigt. Das heißt, wir gehen mal. So. Sehr schön. Dann können wir ja mal weitergehen. In den nächsten Dungeon-Raum. Hier erledigen wir erstmal die drei Marker hier unten. Was soweit kein großes Problem ist. Und hier machen wir uns den Weg frei. Nö, ich denke, wir brauchen hier nur
Durch diese Dinger kann man, glaube ich, auch nicht durchschießen, oder? Nee, kann man nicht. Das sind wie magische Wände. Ja, und hier staut sich's. So. Oh, Moment, war das nicht auch noch? Ja, war's. Ein Mimik. Okay. Dann mal weiter. An den Drohnen brauchen wir uns das gar nicht gütlich zu tun. Wir haben ja noch genug Geld und mit den Mystic Swords haben wir ja auch noch genug Ressourcen, um wieder an Geld zu kommen. Ansonsten wären die Dungeons wirklich ein guter Geldgeber wahrscheinlich gewesen. Ja, na toll. Oh, aber der war ziemlich schnell erledigt. Okay, der nächste, der erledigt ist. Sehr schön. Okay, das war's auch schon. Wir tun das mal wieder links liegen. Ist zwar ein bisschen, fast schon ein bisschen schade drum, aber was soll's. Es wird auch nach uns noch Abenteurer geben, die hier diesen Dungeon besuchen werden. So, und hier können wir nach oben klettern. Und wie sieht's denn hier aus? Jetzt sind wir hier, Level 5. Dann bekämpfen wir uns durch die nächsten Dinger durch. Durch die nächsten... Oh, Moment. Wieso? Ach so, jetzt verstehe ich. Ich habe irgendwie Caps Lock eingeschaltet gehabt. Deswegen hat er nicht angegriffen, sondern ist einfach nur stur nach vorne geraten. Und diesmal ist das wirklich nur Feuer anscheinend. Und keine Gegner, wie es schon mal ausgesehen hat. Dann laufen wir mal lieber nicht durch. Auch wenn ich es gerade schon wieder getan habe. Das macht doch ganz gut, aber... So. Durch den Raum werden wir durch. Und kommen zum nächsten Raum. Mit ein paar Spinnchen. Igitt, ich hasse Spinnen. Okay, den haben wir ja auch schon.
Okay, das war's. Vergiftung heilen sollte jetzt hat Maria. Und zwar unser guter Iolo. Ja, und das war's anscheinend schon. So, der nächste Raum ist voll von Fledermäusen und diesen Gremlins. Sollte uns jetzt nicht so das große Problem bescheren, denke ich mal. Gut. Das heißt, der nächste Gremlin ist auch weg. Und auch dieser ist weg. Aber es gibt ja noch genug. Okay, sehr, sehr schön. So. Auch dieser Raum wäre geschafft. Und damit wären wir draußen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, hören wir mal wieder auf für diese Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!